Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Monkey Island 5. Wahrscheinlich gegen Finale des dritten Kapitels bereits. Sind ganz gut durchgekommen eigentlich. Und ja, wir brauchen jetzt jemanden, der irgendwie auf den Grund taucht. Und da wir 10 Minuten lang die Luft anhalten können, zumindest behauptet Guybrush das ja immer, sollten wir eigentlich derjenige sein, der das macht. Und das werden wir Dekava jetzt mal erklären. 10 schlummern wilde Kräfte, ja. Ja, und in meinen Zehen schlummern wilde Kräfte. Na dann, worauf wartest du dann noch, Bako? Ja, schmeiß mich doch einfach rein. Und mach schnell! Okay, wir holen jetzt La Esponja Grande. Okay. Ein Fisch. Kann ich schon was machen? Nee. Ich hoffe, wir können nicht ertrinken. Okay. Wir waren, glaube ich, in Monkey Island 2 schon mal am Grunde des Meeres, oder? Teil 3? Bin mir nicht ganz sicher. Das ganze Zeug in meinen Taschen zieht mich wirklich runter. Ja, cool. Es wird gespeichert. Schön. Wir haben einen Anker. Was haben wir jetzt hier? Ein Knochen? Wow. Sieh dir die ominösen Überreste der toten riesigen Meereskreaturen an. Sonderbar. Was steht da? Warnschild? Leviathan-Gebiet. Jegliche Aktivität im Meer geschieht auf eigene Gefahr. Anfassen und Füttern verboten. Okay. So, was haben wir jetzt hier alles? Das ist ja eine Schatztruhe, ne? Was haben wir denn da? 6000 Dublonen, die mit Edelsteinen besetzte Krone der Königin Archipelago. Oh, und ein goldenes schlüsselartiges Ding. Volltreffer! Ja, der Rest ist nicht so wichtig. Also wir haben jetzt... War das ein Schraubenschlüssel? Ja, ein Schraubenschlüssel tatsächlich. Der Mariana-Schraubenschlüssel dreht garantiert jede Schraube bei jedem Faden. Aber wir haben auch die Dublonen und die Krone jetzt doch mitgenommen, okay. Das sind viele Münzen. Ja, und das ist eine Krone. Die Krone von Königin Archipelago. Nach weiterer Untersuchung stellte sich heraus, dass die Juwelen aus Plastik sind. Na toll. Ach ja, das ist das Seekuh-Abführmittel, das haben wir auch noch. Dekavas Gebräu für den Seekuh-Ausstieg. Eine geheime Mischung aus Dosenfutter, um Riesenmeeressäuger ausgewogen zu ernähren. Ja. Ich kann das in die Hauptgallenansammlung der Seekuh schütten, um extrahiert zu werden. Das haben wir auch getan. Und wir haben noch den Kopf von dem Seepferdchen. Also, was machen wir jetzt hier noch? La Esponja Grande. Die altehrwürdige Gesellschaft zur Erhaltung der Voodoo-Artefakte heißt Sie willkommen bei La Esponja Grande. Bitte bleiben Sie auf dem Gehweg. Ich habe die Seekuh gerade gesehen im Hintergrund, kann das sein? Bist du hier auf dem... Da ist er ja! Hi! Hallo! Kann ich mit der reden? Hey, ich glaube, das ist die Seekuh, auf der wir reingeritten sind. Er sieht okay aus, in Anbetracht dessen. Hallo, Seekuh. In Ordnung. Gutes Gespräch. Kann ich mit der irgendwas machen? Den Seepferdchenkopf? Hungrig, Kumpel? Ich wollte eigentlich nicht komplett hier rein. Ah, der Zapfhahn ist noch da. Ich habe aber nichts zum Füllen, ne? Kann ich den noch bedienen? Ja. Bringt aber nichts mehr. Seltsames Gewächs. Also ich kann die Teile noch benutzen, ja? Okay. Was kann ich denn jetzt hier unten noch machen? Gibt es hier noch irgendwas mitzunehmen? Ist Mary noch hier? Ich glaube nicht, ne? Nichts weiter drin. Ich glaube, es gab nur für einen dämonischen Schädelplatz. Okay. Ich hätte nicht gedacht, dass wir jetzt nochmal hier reinkommen. Und vor allem, warum? Können wir hier noch was machen? An diesen Teilen? Ich würde nie eine Seekuh schlagen. Okay, vielleicht um mich zu verteidigen. Okay, aber ich... Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir hier noch irgendwas machen müssen.
Bongos? Ich habe seit meinen Tagen als Dichter der Beat Generation nicht mehr Bongos gespielt. Aber? Was ist das? Oh nu? Hä? Was bringt das Ganze? Hä? Was soll das jetzt werden? Es muss ja einen Grund haben. Hab ich dich. Kann der Wurm für mich hier spielen? Nee. Nee, kann er nicht. Gut. Tja, was bringt denn das? Jetzt haben wir Gold, Dublonen. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, was ich hier eigentlich will. Also es ist interessant. Darf ich da einfach hoch? Da ja. Oben gibt es jetzt nichts Interessantes. So. Nur jede Menge Zunge. Okay. Also wir könnten uns wahrscheinlich wieder, wenn wir das mit der Galle probieren, unser Abführmittel, dann können wir wahrscheinlich wieder rausgeschissen werden. Aber wozu können wir das Wasser doch ansteigen lassen? Hat das noch irgendeinen Grund, Gallensammlung? Eine Ansammlung gelber Gallensäure. Ja, aber warum? Wozu? Weshalb? Okay, wir gucken nochmal. Wir haben das Foto noch, wir haben dieses Seepferdchen, bitte. Wozu brauchen wir jetzt diesen Schlüssel? Können wir, warte mal, ich habe noch eine Idee. Können wir vielleicht den Zapfhahn abschrauben? Brauchen wir den vielleicht? Da gibt es nichts zu drehen. Und hier wahrscheinlich auch nicht, ne? Ich weiß, das scheint eine gute Idee zu sein, ist es aber nicht. Ja. Also wenn wir spielen, dann haben wir gesehen, steigt hier unten das Wasser. Können wir da was dranhängen? Abschrauben wollen wir ja wahrscheinlich nicht, ne? Ich glaube, dieser Teil der Seekuh hat genug Misshandlungen erlebt. Ja, eigentlich ja, da gebe ich dir auch vollkommen recht. Ach komm. Ich glaube, dieser Teil der Seekuh hat genug Misshandlungen erlebt. Also es wurde ja angezeigt, dass das Wasser hier, also die Galle hier ansteigt. Aber warum? Wozu? Dann machen wir das jetzt wie folgt. Dann hauen wir jetzt das Abführmittel nochmal hier rein. Also ich wüsste jetzt nicht, was wir hier drin jetzt gerade machen sollen. Ein Klaps genügt für dich. Ups. Okay, sind wir draußen. Nun, das war... Eigentlich möchte ich nicht darüber sprechen. Also können wir hier noch irgendwas machen, das Schiffswrack. Notiz für mich, gehe niemals am heiligen Seekuh-Paarungsplatz angeln. Und der Anker? Ich sollte besser nicht mit leeren Händen zurückkehren. Dekawa meint es ernst. Also wir müssen irgendwie den Schwamm jetzt finden. Jetzt ist so die Frage, wo Knochen... Also mit Hilfe des Seepferdchenkopfs kommen wir auf jeden Fall wieder in die Seekuh rein, wenn wir das überhaupt wollen. Hier muss doch noch mehr sein, oder? Muschelstapel. Was ist mit all den Muscheln? Seepferdchenschädel? Die Überreste einer dieser legendären Seepferdchenkreaturen. Riesenseekühe verschlingen sie wie Käsecracker. Okay, können wir hier noch mal weiter rein? Endlich! Die Heimat von La Esponja Grande! Okay. Oh Gott. Ich weiß nicht, ob das so gut ist.
Oh oh. Der ist groß. Okay. Schrecklich. Zähne. Knirschen. Heftig. Riese. Ah, ich vergaß zu erwähnen, der Wächter von Lysbon. Was war's denn? Ein gigantischer Tintenfisch? Man sagt ihnen nach, dass sie Kaperschiffe angreifen und komplett verschlucken. Nein. Ein Megalodon? Ein Riesenwal? Schlimmer noch. Was denn? Ein riesiges Seekuh-Weibchen. Das Monster muss gesämt werden, Schipissen. Womit? Mit einer zusammengerollten Zeitung? Das Weibchen zu sämmen ist keine einfache Aufgabe. Ihre launischen Gemüter sind die größten aller Rätsel. Komplex. Verwirrend. Schön. Ich habe meine Besatzung so ausgestattet, dass sie sich mit den Kreaturen verständigen können. Leider war Santino der Einzige, der gelernt hat, ihre Lieder zu verstehen. Etwa so wie alles auf eine Karte zu setzen, was? Oh, er hätte einen guten Entdecker abgegeben. Ja, was machen wir jetzt? Santino wurde nicht von Riesenseekühen großgezogen, oder? Wie konnte er sie nur verstehen? Er lernte es auf Flotsam Island, glaube ich, von einem Wissenschaftler. Magie? Aha. Selbst wenn wir die Winde zu unseren Gunsten beeinflussen könnten, ich werde diesen Ankerplatz nicht verlassen. Ich bin schon zu weit gekommen, um das Risiko einzugehen, den Fundort meiner super saugfähigen Beute noch zu verlieren. Heißt das, wir müssen die Winde nochmal wieder verstellen? Klar, Santino konnte verstehen, was eine Seekuh sagt. Aber wie konnte er die seltsamen Geräusche erzeugen, um mit ihm zu kommunizieren? Mit der Zunge der Seekuh natürlich! Was soll das eigentlich, du und diese Teile für Seekühe? Das hier ist ein Gerät, das ich nach Abschluss dieses Abenteuers an Touristen wie Sie vermarktet will. Damit kann man Ihre Geräusche nachmachen. Aha. Und ich muss nichts Widerwärtiges in den Mund nehmen? Ich hatte eines meiner Besatzungsmitglieder vor langer Zeit gebeten, darauf aufzupassen. Lass mich ran. Santino? Sicher nicht. Seine Fähigkeiten durften doch nicht mit einer derart einfachen Mission vergeudet werden. Es muss einer der anderen gewesen sein. Aber selbst wenn man mich in Scheibchen schneiden würde, ich könnte nicht mehr sagen, wer es genau war. Also weiß einer der Meuterer, wo die Zunge der Seekuh ist? Das denke ich. Okay, müssen wir vielleicht auch mit den dreien reden. Oh, ja. Du hast nicht einen einzigen lächerlichen Plan, wie man den Leviathan beseitigt? Nein, nichts. Ich habe einmal 3 Monate damit verbracht, einen riesen Seekuh-Verehrer zu bauen, der von einer 15-köpfigen Besatzung gesteuert wurde, die alle bestens über das tierische Paarungsverhalten informiert waren. Doch leider gingen sie bereits in der Testphase verloren. Sie wurden wie Erbsen zerdrückt. Ja, gut. Okay, hab's verstanden. Lernen Sie, mit der Seekuh zu kommunizieren. Und La Esponja Grande wird endlich in unserer Reichweite sein. Wahrscheinlich brauchen wir die andere Seekuh, die männliche Seekuh, um mit der weiblichen zu sprechen. Könnte ich mir vorstellen. Jetzt müssen wir erstmal versuchen. Na gut, Mary wird uns ja nicht weiterhelfen. Er ist ja nicht Santino. Du, Mary! Sein Name ist Santino. Santino. Weißt du, weißt nichts. Sag Moose, er soll die Infos rausrücken. Niemals! Ich weide mich mit meinem schweigsamen Kameraden an deiner Frustration! Okay. Die Bruderschaft ist jetzt nicht mehr so cool, oder? Warte, bis wir uns durch deine Stricke der Unterdrückung durchgebissen haben. Dann werden wir deine Marionettenregierung stürzen. Wow, Murray, du bist politisch engagiert. Ich habe diese ganzen Wörter gerade gelernt. Ich werfe dich über Bord. Ich werfe dich über Bord. Ja, versuche es nur mit deinen Wurstfingern. Ich weiß, du weißt nichts. Mag sein, aber ich werde nicht reden. Und dafür wird der Wille dieser Männer stärker sein. Der Schädel hat recht. Diese Information wird ihren Preis haben.
Dann müssen wir wohl irgendwie was mit dem versuchen. Ja, Wir sprechen uns später. Fort mit dir, Unterdrücker! Okay, erstmal mit Moose. In Ordnung, du... Zunge der Seekuh, wer hatte sie? Das sag ich dir nicht, Mann. Ich rede niemals. Santino ist da ganz meiner Meinung. Ja, hier verrotten wir, bevor wir dir was sagen. Solidarität, Brüder! Okay, Harte Jungs, hä? Mal sehen, was passiert, wenn ich die Schrauben etwas anziehe. Foltere mich so viel du willst. Ich werde niemals singen. Ja, verletze mich so viel du willst. Ja! 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 Tut mir leid, dass ich dich von deinem Sekret wegzerren muss. Unglaublich, Kumpel. Ich dachte, du und ich wollen eine unglaublich gute Zeit haben. Nur du, ich, Santino, Jumbo Jumbo, am Feiern in der Kantina. Wie wär's, wenn wir für einen Tempowechsel zum Schleimkanal gehen? Ja, ich kann nicht glauben, dass ich den Schleimkanal verpassen werde. Arr! Arr! Ha! Mit Santino an meiner Seite kannst du mich nicht erschrecken! Das Feuer meines Zorns werden dich wärmen, Bruder! Mary, halt die Klappe. Santino wird knacken wie ein Zweig. Zwei sind ungefähr dreimal stärker als einer. Du wirst keinen von uns brechen. Du wirst mich töten müssen. Und ich bin bereits tot. Du kannst uns nicht das Wasser reichen, Bruder. Du kannst nicht ewig hart bleiben. Dann schau mir gut zu. Pass auf ihn auf! Kann ich mit den anderen auch noch reden? Mit Bug-Eye? Ja. Ich will mit Bug-Eye reden. Ich muss jetzt alles wissen. Du bringst mich nicht zum Reden. Ich beziehe meine Kraft von der Bruderschaft. Wer hatte die Zunge der Seekuh, Mistkerl? Ich hatte es nicht. Ich kann mich nicht erinnern, aber ich war es nicht. Er sagt die Wahrheit. Was denn? Ich musste ja nicht mal was tun. Manche sind eben wie zerbrechliche Fabergé-Eier. Schau ihn dir an. Er ist ein Wrack. Tu mir bitte nicht weh. Na schön. Okay. Können wir den schon mal ausschließen? Der Fisch nervt, kann ich den nehmen? Schau dir diesen Fischversager an. Komm her, du! Okay, ich hab den Fisch genommen. Cool. Ja, war's das jetzt so ein Bug-Eye? Was weißt du sonst noch? Nichts dergleichen! Lass mich bitte gehen! Ich will nach Hause! Siehst du, was du davon hast, ein Spielverderber zu sein? Das werden wir sehen. Ja, gut. Wir sprechen uns später. Dann sprechen wir noch mit dem... Wie heißt er eigentlich noch? Nugi. Ich muss jetzt alles wissen. Von mir erfährst du nichts. Zunge der Seekuh. Zunge der Seekuh. Wer hatte sie? Die wirst du niemals finden, du Verräter. Gemütlich? Gemütlich? Du bist ein Betrüger. Aber glaubst du, morgen steht noch auf mich? Oh, ja, bestimmt. Du hast noch all deine Gliedmaßen? Das heißt, dass du ihr was bedeutest. Gut. Schön. Zunge der Seekuh. Wer hat Achso, das hatte ich ja gerade schon mal. Wirst du niemals finden, du Verräter! Ja. Okay, dann, ja. Ich dachte immer, du wärst der Hasenfuß der Truppe. Ich bin auf trügerische Weise prinzipientreu. Ganz im Gegensatz zu dir. Arr. Arr. Immer das beste Argument. Achso, okay. Müssen wir den erschrecken? Okay, dann erschrecken wir ihn jetzt. Dann machen wir mal widerwärtig. Oder, ja. Machen wir stinkend. Fischauge. Und dann irre. Ja, warum nicht? Du kannst mich nicht einschüchtern. Anscheinend doch. Mal nochmal. Das hilft wahrscheinlich. Dann mache ich jetzt nochmal stinkend, schielend, Fischauge war das, ne? Schielend und dann nochmal Affe. Du kannst mich nicht einschüchtern! Okay, das war jetzt keine andere Reaktion. Ich brauch's noch ein drittes Mal. Aber es ist merkwürdig, weil warum kann man das machen? Ich weiß es nicht. Das muss dann noch alter Knacker. Du,
Du kannst mich nicht einschüchtern! Also auf Anhieb klappt's nicht. Ja, jetzt reicht's. Ich rede mit dir. Hey, Morgan. Ich weiß ja, dass du eine halsabschneiderische Piratenjägerin bist. Aber vielleicht könntest du mir einen weiblichen Eindruck in dieses Seekuh-Problem geben. Meinst du das Monster? Genau. Dieses Ding ist einfach kolossal. Zähne so groß wie ein Schiffsmast. Sie hat jedes Seekuh-Männchen, das ihr eine Flosse zu nahe kam, in Stücke gerissen. Sie mag kalt und grausam erscheinen, aber wahrscheinlich ist sie nur, ich weiß nicht, einsam vielleicht? Sollte sie nicht einfach damit aufhören, jeden zu töten, der sich ihrer Höhle nähert? Was hast du getan, als sie dir ihre Zähne zeigte? Hallo? Ich rannte natürlich weg. Genau. Weißt du, was ich glaube? Nein, was? Sie braucht ein Seekuh-Männchen, das vor ihr sein Mann steht und sich nicht vor ihr fürchtet. Sie tötet sie, weil das Einzige ist, was sie kennt. Und wenn jemand diese Todesfurcht überwinden könnte und sich lang genug vor sie hinstellt, um ihr etwas Neues beibringt, wäre es denkbar, dass sie ihn gewähren lässt. Und dann könnten wir uns den Schwamm schnappen? Ja. Und dann könnten wir uns den Schwamm schnappen. Und dann können wir Elaine heilen. Perfekt. Ein Seekuh-Männchen dazu bringen, seinen Mann zu stehen. Danke, Mo. Du bist einfach die Beste. Ja klar. Mach dir deshalb keine Sorgen. Okay, irgendwie kann ich schießen. Bringt bloß nichts. Gut, Gut, Part ist eh rum. Sprachoptionen sind ziemlich durch. Wir könnten vielleicht nochmal mit Dekava reden, wobei das auch nicht so groß Sinn macht. Wo ist eigentlich Winslow? Herr Winslow, wie geht es Ihnen? Auf dem Weg der Besserung, Sir. Ich wollte Sie nur wissen lassen, dass wir aus der Seekuh draußen sind. Wann immer Sie sich uns an Deck anschließen möchten. Wenn Sie noch einmal versuchen, mir zu sagen, was ich tun soll, dann werden Sie bis Sonntag Kiel geholt. Tut mir leid. Ja, okay, dann gucken wir mal, wie es im nächsten Part weitergeht. Vielleicht müssen wir doch nochmal unter Wasser weiter gucken. Werden wir sehen. Euer Alex sagt ciao. Bis zum nächsten Mal.